Eine Beispielaufgabe zu den Einbeschreibungsaufgaben. Tatsächlich ist es jetzt etwas schwieriger wie die anderen Aufgaben. Wir haben zwar wieder eine klare Vorschrift, also ein gleichschenkliges Dreieck ABC und es wird ein gleichschenkliges Dreieck PQR einbeschrieben. Man soll am Anfang eine Skizze machen oder zumindest hat man rechts hin mal eine Skizze für euch gemacht. Und jetzt geht es darum, dass sich die Höhe des einbeschriebenen Dreiecks PQR wie folgt in Abhängigkeit darstellen lässt. Also, dass quasi diese Höhe Y hier irgendwie darstellbar ist und zwar in Abhängigkeit. Bis jetzt war es ja immer so, dass wir einen exakten Wert dafür berechnet haben. Jetzt ist es in Abhängigkeit, das heißt, es dürfen zwei Variablen vorkommen. Wenn man nicht weiß, was man macht, macht man einfach das, was man bisher immer gemacht hat. Und das machen wir hier wieder. Wir suchen uns zwei ähnliche Dreiecke. Das ist einmal PRC und ABC. So, und dieses obere Dreieck hier, das setzen wir ins Verhältnis zu dem unteren. Also wieder die Seite x zu AB. Und die verhält sich wie diese Höhe da drin zur Gesamthöhe. Ja, die Gesamthöhe kennen wir. Dass die Gesamthöhe ist QC und die kleinere Höhe hier dran ist die Strecke QC minus das Y. Ja, also der untere Teil wird ja noch weggezogen. Das ist also quasi die Höhe QC minus Y von dem oberen und QC von dem gesamten und PR und AB. Ich habe ja eigentlich fast alles. Ich habe die PR gegeben, ich habe AB gegeben und ich habe QC gegeben. Das Einzige, was jetzt fehlt, ist dieses Y und das X. Aber das macht ja nichts. Es soll ja auch in Abhängigkeit von X berechnet werden. Was ich auch weiß, dass es die Höhe sein muss in diesem Dreieck. Also das Y ist ein h von X. Also die Höhe, die ja irgendwie abhängig ist. Warum sie das hier jetzt plötzlich Y nennen, stellt sich auch für mich die Frage. Dann setze ich die Werte ein, die ich kenne. Also 9 ist diese Höhe minus das Y, also das h von X, was ich hier drin habe. Das muss ich abziehen, damit ich auf die obere komme. Zu der gesamten Höhe verhält sich wie die kleine Seite hier zu der großen Seite hier unten. Und diese Gleichung, die kann ich jetzt einfach nach hx auflösen, weil das ist ja das, was gesucht ist. Hx. Also Tricky Trick anwenden, 12 mal 9 und 12 mal minus h von x kann ich hier dann die Klammern auflösen. Und dann löse ich das Ganze nach h von x tatsächlich endgültig auf. Also ich bringe das minus 108 rüber und ich teile durch minus 12 und dann habe ich diese Höhe in Abhängigkeit von x angegeben. Wo wahrscheinlich viele den Knackpunkt bei der Aufgabe sahen, es war jetzt eben nicht mehr nach einer Streckenlänge gefragt. Das heißt, es durften tatsächlich zwei Variablen oder zwei Unbekannte in der Gleichung sein. Einmal das h von x oder y und einmal das x. Und dann musste ich es halt nach der einen Unbekannten auflösen, damit ich in Abhängigkeit der anderen diese Gleichung erhalte. Nochmal schwieriger wird es bei der Aufgabe 3b. Nun soll man sich vorstellen, und das ist immer ein bisschen schwierig, dass dieses neue Dreieck hier rechtwinklig ist, also PQR. Ich habe das jetzt mal gezeichnet. Man sieht schon, dass es in der Zeichnung anders ausschaut wie in dieser Skizze. Aber da unten habe ich das jetzt mal gemacht, dass quasi dieses Dreieck PQR rechtwinklig ist. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie soll man jetzt dieses x bestimmen? Wir müssen uns einfach angucken, was hat sich verändert. Rechtwinkliges Dreieck, das sollte einem sofort immer der Thaleskreis in Kopf kommen. Der Thaleskreis heißt, dass von diesem Mittelpunkt von PR alle Punkte auf einer Kreislinie liegen und damit alle gleich weit entfernt sind. Das heißt doch, dass die Höhe genauso lang ist wie die Hälfte von x. Also wir haben ein gleichschenkliges Dreieck, das heißt, der Mittelpunkt liegt hier und es ist gleichzeitig noch rechtwinklig. Das heißt, die Strecke hier, diese Strecke und diese Strecke sind alle gleich lang und dadurch kann ich eine Gleichung bestimmen, nämlich dass meine Höhe 0,5x sein muss. Also h von x ist x halbe oder 0,5x kommt aufs Gleiche raus. H von x habe ich. Das heißt, ich kann hier eine Gleichung aufstellen mit x halbe ist gleich und diese Höhe, die ich berechnet habe, die ich jetzt nach x auflösen kann. Also ich bringe dieses 0,75x auf die linke Seite. Hier steht 0,5x, es kommt nochmal 0,75x dazu. Gibt 1,25x gleich 9. Teile das Ganze durch 1,25 und ich erhalte, mein x ist 7,2. Wenn ich ein x berechnen muss und ich habe ein abhängiges x da, muss ich versuchen, einfach irgendeine Gleichung aufzusetzen, wo ich das dann auflösen kann. Ist hier wirklich sehr, sehr schwierig. Die Aufgabe 3c, da soll man den Flächeninhalt bestimmen. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen einfacher. Die Grundseite lautet ja immer x
Und die Höhe, weil es gleichschenklig ist, immer y. Das heißt, ich muss einfach ein halb mal die Grundlinie mal die Höhe nehmen. Also ein halb mal x mal und die Höhe ist minus 0,75x plus 9. Das ist genau die Gleichung. Und wenn ich das ausmultipliziere, erhalte ich eben diese quadratische Gleichung für meinen Flächeninhalt a von x. Und wenn ich das jetzt quadratisch ergänze, das überlasse ich jetzt eurer Fantasie, dass ihr das selber macht, erhalte ich einen T-Max für 13,5 für x gleich 6.